Herzlich willkommen, meine Freunde, ich bin der Ed Benjamin und ihr seid hier beim fünften Part meines Condemned Criminal Origin Let's Plays. Im letzten Part sind wir die ganze Zeit durch diese dunkle U-Bahn-Tunnelgänge beziehungsweise durch die U-Bahn geflüchtet. Der Verdächtige konnte immer weiter in die Untiefen fliehen und wir mussten uns mit einem Haufen obdachloser, aggressiver Penner hier auseinandersetzen. So, und jetzt geht's, denke ich mal, in die U-Bahn. Der Verdächtige befindet sich im Zug. Besteigen Sie ihn, bevor er fliegen kann. Ja, wo ist denn hier ein Türchen? Ja, wo ist denn hier eine Tür offen? Lass mich doch rein. Hallo. Lass mich gar nicht rein hier. Soll ich denn mitkommen hier, wenn die Tür hier aufgeht? Okay, geht nicht. Ja, geht auch nicht. Hä? Da hinten ist die Tür offen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Gehen wir mal runter. Ja, geh nach unten. Genau, bewegt. Ach, jetzt speichert er schon wieder. Der speichert auch bei jedem Atemzug. Oh. Ja, wird uns direkt die Tür vor der Nase zugeknallt. Ganz toll. Ja, genau. Ja, und wir setzen uns in Bewegung. Sehr, sehr schön. Wir stehen hier hinten am Zug. Im Dunkeln. Okay, wir können noch tasern. Ja, das ist natürlich sehr, sehr unvorteilhaft. Fahrt hingehen. Irgendwas tun oder einfach nur warten? Sind ja überall Obdachlose auf den Bahnsteigen. Rein! Ach ja. Ah, Junge. Alter, stimmt doch. Okay, ist er gegen die Wand geklatscht. Oh shit. Wow. Was ist jetzt passiert? Wo stehe ich überhaupt? Oh, auf diesem Ding. Da ist unser Verdächtiger. Halt dich fest, ich ist nicht. Okay. Oh. Ja, jetzt sind wir mitten in der U-Bahn. Und wir sehen nichts. Okay. Da hat er das auch direkt schon abgeschlossen. Ich dachte, das würde ein bisschen länger gehen, noch das Kapitel. Aber gehen wir auch direkt dann weiter. Genau. Interner Bericht 452 Vögel fänden an Hirnblutung. Laut erster Berichte sterben die Vögel an plötzlicher auftretender massiver Hirnblutung. Wie ein Wissenschaftler es formulierte, lösen sich ihre Gehirne aus einem unerfindlichen Grund einfach auf. Der Zug des Verdächtigen muss auf dem nächsten Bahnsteig halten. Begeben Sie sich dorthin. Gut. Oh, ist das dunkel. Aber ist ja auch sehr schön, dass die Gehirne der Vögel sich auflösen. Und wir wissen ja noch, dass das Vogelsterben eher öfter auftritt, wo auch die Gewalt so hoch ist. Wird das dann bei den Menschen auch passieren? Oh Gott, was ist da vorne? Ach, da hauen sie sich schon wieder die Köpfe ein. Was ist denn das hier? Okay, hier muss irgendwo was liegen. Da. Ein Vogel! Ja, und wir haben keine Waffe. Auch nicht schlecht. Aber erstmal ein bisschen vorankommen hier. Okay, da vorne sind die Schienen unter Strom gesetzt. Was war das denn? Okay. Nehmen wir mal das Nagelbrett mit zur Sicherheit. Oh ja, ganz toll. Enge, dunkle Gänge. So, was war hier? Gasleitung, nehmen wir doch die.
die mal lieber. Oh, es wird immer dunkler und ungemütlicher. Was ist das denn? Okay. Nehmen wir mal das Dampfrohr mit. Schön mit Druckmesser da. Okay, was hat er für Krämpfe? Was haben wir hier? Okay, da kommen wir nicht weiter. So, aber hier können wir hoch. Zwar nicht weit hoch, aber wenigstens schon mal etwas höher als gerade. So, mal gucken, wo wir uns jetzt durchschlagen müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was sind denn das für kleine komische Viecher, die hier so rumkrabbeln? Diese menschenähnlichen Wesen, sind das Menschen? Leiter. Was sind das denn für Leute? Keine Ahnung. Schnell weiter. Hat die Ursache für dieses, für diese Gewalt jetzt Nebenwirkung, dass sie sich so verhalten? Das müssen wir noch herausfinden. Ich denke mal, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja, und der speichert schon wieder. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Ja, ja, springen wir nach unten. Das ist bestimmt eine ganz tolle Idee. Okay, da kann keiner herkommen. Da auch nicht. Aber da oben ist irgendwer. Wah! Oh Mensch! Das sind ja voll die Creeper. Wah, noch einer. Wah, ich habe ja gar keinen. Oh, oh. Viele kommen denn? Na okay, sie brauchen nur einen Schlag. Aber in der Gruppe sind sie doch ganz schön nervig. Oh, Leitung, ne? Was hat er denn hier für Krämpfe? Okay, da brauchen wir, glaube ich, wieder eine Schaufel für. Oh Gott, wo müssen wir denn lang? Ja, ich gehe erstmal hier wieder rein. Ich bin gerade ein bisschen... Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Okay, da ist ein Fernseher. Warum auch immer. Schon wieder so eine Auszeichnung. So, gehen wir einfach mal hier weiter. Boah, das ist so dunkel! Gucken, was uns hier hinter der Ecke wartet. Okay, da ist eine Schaufel. Was ist los hier? Nichts, hier kommt man nur an die Schaufel ran, das ist schön. Kann ich den Gang schon mal streichen? Zack, zack, zack. Ach ja. Mach hier nicht so mehr, du Klar. Ach. Na komm, warte, bis mein Taser wieder aufgeladen ist. Oder umrundet der uns jetzt hier? Ich denke mal, der umrundet uns hier. Ja, mal zu, Freundchen. Wie schön vernarbt die auch aus. Ach, kein Bock jetzt auf den Finisher. Krieg ich dann direkt die Packung. So, wo müssen wir denn jetzt lang hier? Hier doch, oder? Ja, genau hier. Nutzen wir die Schaufel. Gucken wir erstmal, was hier ist. Ah, eine Leiter. Okay. Ich komme ja später noch in den einen Raum mit dem Fernseher, beziehungsweise dem Erfolg, der damit zusammenhängt. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Ach Gott. Okay, da gefällt es mir nicht. Ah, okay, hier kommen wir auf die Bretter. Okay, was ist hier unten? Kommen wir vielleicht da, dahin, so dahin? Ja, genau, fahr einfach mal da runter. Gucken wir mal eben, was hier ist. Geht's ja immer weiter. Ach, sind wir jetzt nicht hier, wo wir gerade hochgeklettert sind? Jetzt ist das Tor offen, glaube ich. Ach so, war das nur eine Abkürzung? Ja, okay, gut.
stört uns das ja nicht. Dann gehen wir mal schnell wieder hoch. Kleine Abkürzung freigeschaltet. Ach komm, jetzt geh durch. Jetzt sind wir hier auf diesem komischen Brett. Oh, oh, oh. Ey. So, jetzt kommen wir hier in den komischen Bereich hier. Ja, komm, spring da unten. Ja, ja, klar, war klar, dass du es jetzt machst. Okay. Komm, noch einen. Sehr schön. Wo ist er? Na, komm. Mensch, ist das dunkel hier. Wir dürfen noch nicht am Licht sparen. Okay, wir haben also diese Schienenpassage überbrückt, die unter Strom gesetzt worden ist. Da rennen wir einfach mal weiter. Boah, ich sehe wirklich überhaupt nichts hier. Einfach mal weiter rennen. Aber da, ah, da geht's hoch. Ah, jetzt beweg dich mal ein bisschen hier. Dass wir gleich noch vom Zug erfasst werden. Genau, einfach hoch jetzt. Sehr, sehr schön. Stand ja bei der nächsten Bahnstation. Okay, U-Bahn, Wagen nach Hinweisen absuchen. Ja, jetzt geht's erstmal wieder ein bisschen los mit Ermittlungen. Aber ich guck mal eben, was hier in der Umgebung so los ist. Vielleicht kann ich ja meine blöde Schaufel eintauschen. Okay, da geht's. Okay, da ist noch zu. Erstmal hier. Okay, da geht es auch noch nicht weiter. Also erstmal ab in den Zug. Ach, jetzt auch doch nicht gegen den Pfeiler, du Ochse. So. Genau. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, gucken wir mal, was hier los ist. Gerade den Dings angepasst, den Feuerlöscher. Genau, da ist er doch. Ja, ein bisschen zoomen. Oder ranzoomen von mir aus auch. Jetzt aber. Was war das? Sehr schön. Okay, nehmen wir mal eine DNA-Probe. Ey. Der ist für fetzige Geräte, hat hier der Ethan. Okay, das werden wir wohl hinkriegen. Gucken wir mal, was wir noch hier haben. Also irgendwas war auch gerade hier schon wieder am Rattern und Klappern. Oh, hier ist ein Medikit. Hängt da einfach mal so frech. Komme ich hier hoch? Nee, komm ich. Oh, wir haben Besuch. Toll, ein Dünner und einer mit dem Vorschlaghammer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Komme ich denn hier raus? Scheiße. Ah, huh? Wie soll ich hier reinkommen? Was ist hier los? Okay. Ja, jetzt war ich ein wenig überrascht. Ja, mit der sperrigen Schaufel ist das ein bisschen schwierig, da in dem Waggon rumzuhantieren. Ach Mensch! Jetzt renn doch, Ethan. Neues.
war schon perfekt. Und zack. Jetzt tötet uns wieder das eine Fieger. Ich sehe schon, wer kommt. Diese verdammte Schaufel. Naja. Wo kommen die denn so mal rein? Hier? Oder da? Ich glaube, hier muss ich hin. Oh Gott. Schon mal ziemlich stark aus. Ein, zwei Treffer und ich bin weg. Ich muss erstmal mit den kleinen Fuzis hier fertig werden. Jo. Kommt direkt so eine ganze Armada. Na, da kommen sie rein. Und die tut das überhaupt nicht, ey. Oh, jetzt hau die doch kaputt, ey. Was ist denn da los? Was hat sie denn in der Hand? Okay, sie macht gerade nichts, das ist gut. Nutze ich das einfach mal schamlos aus. Genau, gib hier richtig ein. Vor den Dates, ey. Ja, komm, Taser, beeil dich mal ein bisschen. Fixiert, glaube ich, unseren Freund da mit dem Forscher. Komm an, jetzt hau zu! Was? Nagelbrett? Wo? Ach nee, lassen wir mal unsere Schaufel. Was haben wir noch Tolles hier? Vielleicht wieder ein Medikit irgendwo rumliegen? Sieht nicht so aus. Okay, er speichert schon wieder. Da bin ich jetzt bescheuert? Wo ist denn der Ausgang? Wo komm ich denn hier raus? Hier. Oh Gott. Okay, das war jetzt ein bisschen geistige Umnachtung meinerseits. Wow. Oh, nimm den Hammer, genau. Das stimmt, so kann man ihn ja entwaffnen. Haha, perfekt. Genau, jetzt Execution wir noch. Bam! Volle Breitseite. Gut, jetzt haben wir eine schlagkräftige Waffe. Okay, da oben geht's immer noch nicht weiter. Schau nicht durch die eine Tür da. Was liegt hier? Okay, das ist ja unser Brutus, die schon kaputt gemacht. Was lag da? Okay, großes Rohr. Wir behalten mal. Ah, wir brauchen den sowieso, um das Tor hier aufzumachen. Genau, zack. Okay. Was? Das ist auch typisch. Dass ich ausgezogen bzw. umgezogen. Wahrscheinlich ganz sicher auf der Spur. Treten sie den Wandventilator kaputt. Okay, das kriege ich hin. Na komm. Und es geht wieder nach unten. So. Was war jetzt los? Ich brauche wieder eine Axt. Verdammt nochmal. Wo ist denn hier eine? Okay, ich muss hier runter. Wahrscheinlich. Oh, die ist weg. Schön. Wer hat sie? Ventil finden, um Dampf abzustellen. Okay.
Da ist aber eine Axt drin. Hier, die Axt haben wir schon mal gefunden. So, nutzen wir sie auch gleich mal an der Tür. Was ist los? Thomas speaking. Document is a standard city issue train schedule. Pressure has been applied from a stylus highlighting two scheduled routes, both originating from Central Metro Station. Route 16 to Burnside, departing 5:10, 7:30, 9:30 a.m. Route 66B leads to Briar. That's a tiny farm town an hour to the northwest. Departs 9:30 a.m. and midnight. This is his hub, so he goes to both locations regularly. I've also determined DNA from the sweat sample in the tray matches DNA from the cigarette butt. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed him. Okay, da haben wir den Mörder schon mal. The matchmaker. At least, I think so. Something's still not adding up. Es ist der Matchmaker. Keine Ahnung, müssen wir das mal weiter hier vorkloppen. Okay, da hinten ist schon mal Heilung. Sofort erspäht. Der in ein Loch. Ach man. Ach Mensch. Ey. Ich krieg das mit dem Geblocke nicht hin. Aber ich glaube, er hat jetzt gerade gespeichert. Scheiße. Ach, wo sind wir denn hier? Ach so. Hier waren wir. Ja, ja, bla bla bla. Jetzt erzählst du uns gleich wieder einen vom Pferd. So. Diesmal warte ich aber mit meinem Taser. Thomas speaking. Document is a standard city issue train schedule. Pressure has been applied from a scheduled routes, both originating from Central Metro Station. Route 16 to Burnside, departing 5:10, 7:30, 9:30 a.m. Ganz toll. B leads to Briar. Ah, schade, dass man das jetzt nicht wegskippen kann. Departs 9:30 a.m. and midnight. This is his hub, so he goes to both locations regularly. I've also determined DNA from the sweat sample in the tray. DNA from the cigarette butt. 99.8% probability. The guy you're following is the guy who killed the two policemen. The matchmaker. Ich muss ja auch dazu sagen, ich spiele es ja über Gamepad mit so einem Programm und ich kann halt nicht bei meinem Pad hier die ganz hinteren belegen, da wo es auch bei der Xbox-Version so ist, dass man da zuschlagen kann. Jetzt ist das ein Knopf weiter vorne, da vertue ich mich auch immer ein paar Mal mit. Ja, das ist schon ein bisschen verwirrend. Das ist einfach die Gewohnheit. Drücke ich hinten drauf und da passiert dann natürlich nichts und dann hat der Gegner natürlich schon wieder einen Schlag offen. Aber ich will mich jetzt nicht entschuldigen für so einen Scheiß. Ach ja, kommt noch einer. Okay. Ey, ich dachte schon, die geht an meine Medikamente dran. Das wäre natürlich nicht gut gewesen. Aber ich halte die auch direkt erst. Hä? Ich glaube, ich folge der erstmal. Wah! Oh, diesmal habe ich geblockt. Boah. Ich kann es ja doch. Wah! Ah, Stunzi, genau. Boah, wie viel hält die denn jetzt aus, ey? Okay, gehe ich trotzdem mal erstmal hier lang. Wir müssen ja ein Ventil finden. Irgendwoher. Ach, Leute. Macht es doch nicht mal so verzwickt hier. Das. Okay, zwei Schuss. Das ist besser als nichts. Oh, Mensch. Okay, kommen wir hier raus. Da ist ein bisschen wohl in das Loch hier klettern. Ach ja, warum auch nicht? Es bleibt ja auch hier gar nichts erspart. Ja, komm, geh runter. Och, jetzt geht er auch da runter. So, was ist denn hier Schönes? Ja, Steam Valve. Mhm. Ja, so, jetzt haben wir den Dampf abgedreht. Mit dem Ventil. Und jetzt kommen schon wieder Gegner.
sobald wir hier rausgeklettert sind. Na? Na? Da. Oh Gott. Sind noch Werber? Oh, verdammt. Und jetzt zum Glück habe ich auch zwei Schuss. Oh Gott, wo ist der denn? Ach, jetzt hängt doch nicht in der Tür fest. Was ist denn los? Scheiße. Okay, vielleicht ist er hier. Oh, jetzt geh doch da runter. Zieh doch mal den Wanst ein, Ethan, ey. Was ist denn da los? Okay, wo kam jetzt der Schuss her? Okay, er speichert. Ich glaube, ich mache ab hier auch mal wieder einen Cut, meine Freunde. Also bis zum nächsten Mal.